Ich freue mich, dass wir dann doch ein Thema hier aufgreifen können, was überhaupt nicht zum Vorhin ist, die Überschrift der Waffenexporte. Alle wissen, dass wir eine kaum zu erschütternde, auf den ersten Blick, Rolle der Bundesrepublik in dieser Frage haben und dass auch weltweit das ein sich immer neu wiederholendes Thema ist, an dem man arbeitet und an dem sich Bewegungen abarbeiten, aber wo man immer wieder das Gefühl hat, es geht nicht voran. Und wir wollen uns etwas mit der Geschichte beschäftigen, der Auseinandersetzung und der Entwicklung, Auseinandersetzung um Waffenexporte und ihre Entwicklung. Und wir wollen natürlich uns die gegenwärtige Situation anschauen und ein wenig darüber nachdenken, wohin es eigentlich gehen könnte, um hier weiterzukommen zu dem, was es bereits gibt. Wir fangen an mit Jan van Aken. Jan van Aken hat ja sehr lange den Bundestag als Ort der Kritik der Rüstungsexporte benutzt und ist aktuell dabei, für die Rosa-Luxemburg-Stiftung einen ziemlich außergewöhnlichen Prozess, ich will nichts vorwegnehmen, aber einen Prozess gegen Heckler und Koch. Wann gibt es schon Prozesse dieser Art gegen Rüstungskonzerne? Auch das wird im Laufe der Zeit das Thema sein. Er beginnt zunächst und die beiden anderen Kollegen jetzt hier auf dem Podium, da sage ich nachher noch ein Wort dazu. Jan, bitte. Ja, vielen Dank, Rainer. Ich will dir gleich erstmal widersprechen. Das tue ich ungern, weil du bist viel klüger als ich, aber an zwei Punkten muss ich dir widersprechen. Du hast gesagt, diese Rüstungsexporte sind durch nichts zu erschüttern. Ich finde, wir haben sie schon erschüttert, da sage ich gleich noch mehr zu. Und man kommt nicht voran, würde ich dir auch widersprechen. Ich finde, wir sind da schon ein bisschen vorangekommen und das wollte ich eigentlich zum Ende sagen, fange ich aber mal mit an. Ich glaube, wir werden das auch gewinnen und wir werden es bald gewinnen. Gut, meine Rolle ist hier ein bisschen den Rahmen abzustecken, was passiert eigentlich im Bereich der Waffenexporte und dann wird Hillary aus England erzählen und Heidi wird dann ganz speziell nochmal zur Rolle der IG Metall zu den Gewerkschaften hier in Deutschland erzählen. Da werde ich auch noch viel lernen, weil da waren wir immer auf dem Auge blind. Ich fange mal an, was ist eigentlich der Status quo? Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Die Zahl stimmt immer noch. Das gibt so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen China, Frankreich und Deutschland um Platz 3. Mal liegt der eine vorne, mal der andere. Aber über die letzten 10 Jahre gerechnet ist im Schnitt Deutschland ganz klar drittgrößter Waffenexporteur. Ganz vorne liegen die USA mit 36% aller Exporte. Dann kommt Russland mit, ja, schwankt so um die 20% und dann kommt schon Deutschland. Als ich 2009 in den Bundestag gekommen bin, haben wir uns zur Aufgabe gesetzt, immer wenn irgendwo auf der Welt geschossen wird, gucken wir anhand der Videos, anhand der Fotos, ob dann nicht auch deutsche Waffen unterwegs sind. Und es ist unglaublich, in fast jedem einzelnen Fall haben wir deutsche Waffen gefunden. Also ob das der Drogenkrieg in Mexiko ist, wo beide Seiten mit Heckler- und Kochwaffen aufeinander schießen, ob das deutsche Wasserwerfer im arabischen Frühling waren, ob das beim Mönchsaufstand in Myanmar gewesen ist, Syrien haben wir auf allen Seiten. Also ob das die FSA ist, ob das die sogenannten islamischen Staatterroristen sind, ob das die Kurden sind, alle kämpfen dort mit deutschen Waffen. Ich selbst war einmal in Syrien und konnte dann von den Kurden eine Milan-Rakete bekommen, die in Deutschland produziert wird. Die hatten sie gerade erobert vom sogenannten islamischen Staat. Die wiederum haben das irgendwann in den Jahren davor erobert von Assad. Der wiederum hat das vor 40 Jahren aus Frankreich beliefert bekommen, also sein Vater. Das heißt, diese deutschen Waffen sind tatsächlich in allen Kriegen, in allen Konflikten, bei fast allen gewalttätigen Auseinandersetzungen dieser Welt mit dabei. Im Fokus haben wir dort ganz besonders die sogenannten Kleinwaffen. Kleinwaffen, das hat jetzt nicht so mit Damenhandtaschenrevolver zu tun, sondern Kleinwaffen ist ein echter militärischer Begriff und besagt alles, was 1 bis 2 Soldatinnen noch transportieren können. Selbst kleine Maschinengewehre gehören da rein, Panzerfäuste, diese ganzen Sturmgewehre, G3, G36, also all das, was Kofi Annan einmal die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit genannt hat.
Denn tatsächlich sind es ungefähr 80% aller Toten in den heutigen militärischen Konflikten, die mit Kleinwaffen getötet werden. Es sind eben nicht die Bomben, es sind eben nicht die Panzer und die Kriegsschiffe, es sind in erster Linie die Kleinwaffen. Und die Kleinwaffen haben ein ganz besonderes Merkmal. Sie sind klein. Das heißt, sie können ganz einfach von A nach B und dann nach C und nach D verschifft werden. Und das passiert auch. Es gibt hervorragende Studien von den Vereinten Nationen, die nachweisen, wie Waffen von Konflikt zu Konflikt immer weitergegeben werden und immer dabei auch aus den 60er Jahren noch die deutschen G3-Sturmgewehre, jetzt die G36, die Milan-Panzerfäuste und, ist immer mit dabei. Das ist die aktuelle Situation. In Deutschland hat es in den letzten 20 Jahren keinen einzigen Knick gegeben. Es werden jedes Jahr im Schnitt immer mehr Waffen exportiert. Kanzlerin Merkel hat in ihren verschiedenen Amtszeiten erst 7,9, dann 8,1, jetzt sind sie, glaube ich, bei 8,3 oder 8,4 Milliarden Euro Waffenexporte im Jahr genehmigt. Das schwankt von Jahr zu Jahr, aber wenn man das mal so über die Legislaturen rechnet, sieht man, dass das immer weiter ansteigt. Das ist deswegen bemerkenswert, und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, warum das denn überhaupt so ist. Warum ist Deutschland an Stelle 3? Weil es in den letzten Jahren einen Wirtschaftsminister gegeben hat, und es ist in Deutschland der Wirtschaftsminister, der zuständig ist für die Genehmigung von Waffenexporten, der Wahlkampf gemacht hat gegen Waffenexporte, der auch im Amt immer wieder gesagt hat, er findet den Export von Kleinwaffen nicht gut, er findet, die Waffenexporte müssen reduziert werden. Und noch nie wurden so viele Waffenexporte genehmigt wie unter Sigmar Gabriel, der genau das gesagt hat. Und jetzt werden viele von euch erstaunt sein, aber ich bin mir sicher, dass Sigmar Gabriel wirklich was verändern wollte. Da findet man verschiedene Anzeichen für, können wir gerne nachher noch lange drüber reden. Ich bin mir sicher, er wollte was verändern und ist aber damit gescheitert. Zum einen, weil er Soze ist und als Sozialdemokrat versucht er sozusagen nie an die Wurzel ranzugehen, sondern tatsächlich, er hat so 5, 6, 7 Maßnahmen dann am Ende beschlossen, die alle Kosmetik sind, die sind so weißes Puder obendrauf, aber am Ende haben sie nichts an der Wurzel verändert. Denn was ist das Problem? Müssen wir erstmal fragen, was sind eigentlich die Triebkräfte für die Waffenexporte? So, ich als Linker und wir als Linke denken natürlich immer ökonomisch und das ist auch richtig. Die Waffenlobby, die Rüstungslobby, die hatten großen Einfluss. Und wenn es um 200 Panzer nach Saudi-Arabien geht, geht es um viele Milliarden Euro. Da gibt es Druck auf die Bundesregierung von der Waffenlobby. Das ist aber nur die eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass auch die Bundesregierung selbst ein originäres Interesse an Waffenexporten hat. Denn alle Regierungen der letzten, 40 Jahre haben Waffenexporte als Mittel der Außenpolitik eingesetzt. Also, man möchte aus welchen Gründen auch immer zu einem Staat gute Beziehungen pflegen. Weil man dahin was verkaufen will, weil man davon was kaufen möchte, warum auch immer. Und wenn dann dieser Staat sagt, gerne, aber wir hätten gerne auch das neueste G36, den neuesten Kampfpanzer Leopard, was auch immer, dann wird das auch als Mittel der Außenpolitik eingesetzt. Anders lassen sich viele dieser Genehmigungen gar nicht erklären. Zum Beispiel wurde 2003 an den damaligen ägyptischen Diktator Mubarak wurden mehrere hundert G36 Sturmgewehre verkauft. Da geht es nicht um Geld. Also die kosteten nicht mal 1 Million Euro. Sondern da ging es einzig und allein darum, dass die Bundesregierung gute Beziehungen zu Mubarak pflegen wollte und er wollte die G36 haben, die hat er bekommen. Dass er die unter der Hand gleich weiter an Gaddafi gegeben hat, wussten sie wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, ist egal. Aber das Prinzip ist, die Bundesregierung benutzt es als Mittel der Außenpolitik. Und das ist einer der Kerngründe, warum bis heute auch die Grünen nicht für ein Verbot von Waffenexporten sind. Sie sagen immer, naja, aber wenn wir ein generelles Verbot haben, es gibt ja mal Situationen, in denen das total sinnvoll sein kann. Und sie wollen sich eben auch dieses Mittel der Außenpolitik nicht aus der Hand nehmen. Die Grünen wollen auch nochmal Außenminister werden. Und das macht das Problem aus. Wir haben hier ein System der Waffenexportgenehmigung, das beruht auf Einzelfallprüfung. Es werden sage und schreibe jedes Jahr über 12.000 Anträge gestellt. Das heißt, 50 Gewehre in das Land oder 400 Gewehre in das Land oder 10 Panzer in das Land oder 2 Kriegsschiffe in das Land. Und jeder dieser Anträge wird einzeln geprüft und am Ende wird immer Ja gesagt. Über 12.000, wir hatten auch 15.000, 16.000, aber 12.000 ist so die Untergrenze. Und die Anzahl der Ablehnungen im Jahr ist fast immer unter 100. Das heißt, von 12.000 Anträgen werden 11.900 durchgewunken. Und da setzt unsere Kritik an, dass wir sagen,
wenn wir wirklich die Waffenexporte reduzieren wollen, dann geht das in dem jetzigen System nicht. Das jetzige System ist auf Ja gestellt. Und wenn wir generell was verändern wollen, oder wenn Sigmar Gabriel wirklich fundamental was hätte ändern wollen, dann hätte er an dieses System rangemusst. Wir sagen, das helfen keine kleinen Veränderungen an diesem System der Einzelfallentscheidung, sondern wir brauchen generelle und klare und vor allem gesetzlich festgelegte Verbote. Jetzt bin ich kein Träumer, also bin ich eigentlich doch, aber hier vorne auf dem Podium darf ich das nicht sein und weiß natürlich, dass selbst wenn wir mal mitregieren, wird sich ein generelles Rüstungsexportverbot nicht über Nacht durchsetzen lassen, nicht mit dieser Sozialdemokratie und nicht mit diesen Grünen. Und deswegen sagen wir immer, was wäre jetzt der erste und der zweite und der dritte Schritt, den wir auf jeden Fall sofort angehen müssten? Und dann sagen wir, das Allerwichtigste ist, dass es sofort ein gesetzlich verankertes, ausnahmsloses Verbot von Kleinwaffenexporten gibt. Kleinwaffen hatten wir eben, die Massenvernichtungswaffen unserer Zeit. Das heißt, wenn wir von den Toten her denken, wenn wir vom Leid, von der Zerstörung, von Tod her denken, dann ist das Verbot der Kleinwaffen das Allerdringendste und Allerwichtigste. Und deswegen sagen wir, das ist das absolute Minimum, ein generelles, ausnahmsloses Verbot von Kleinwaffen. Das ist auch so logisch und liegt so nah. Und wenn selbst ein Sigmar Gabriel sich ins Fernsehen setzt und über die Kleinwaffen herzieht, dann sollte man meinen, dass es durchsetzbar ist. Aber selbst die Grünen kommen dann und sagen, naja, aber es könnte ja in diesem einen Fall doch, und wir brauchen die Ausnahmen. Und wie das mit den Ausnahmen funktioniert, sehen wir in der Realität. Wir haben nämlich heute schon politische Grundsätze der Bundesregierung, in denen steht drin, an Länder außerhalb von NATO und EU dürfen keine Kriegswaffen exportiert werden. Komma. Es sei denn, dass ausnahmsweise ganz besondere Ausnahmefälle, ganz besondere außenpolitische Notwendigkeiten doch dafür sprechen. Diese Ausnahmen machen mittlerweile 61% aller Kriegswaffenexporte aus. Das heißt, die Grünen, die das damals 98, als sie zum ersten Mal in die Regierung kamen, mit reingeschrieben haben, dieses, es darf nicht keine Kriegswaffen an Länder außerhalb der NATO geschrieben werden, haben sich diese Ausnahme reingeschrieben, weil sie Außenminister waren. Und am Ende ist es die Mehrheit aller Exporte, die stattfindet. An diesem Beispiel mache ich immer wieder fest, wir dürfen null Ausnahmen zulassen. Es braucht ein generelles Verbot. Und wenn es das nicht gibt, gibt es eben keine rot-grüne Regierung. Das ist ganz einfach. Also finde ich relativ simpel, weil das ist das absolute Minimum. Der nächste Schritt wären dann die ganz gesamten Kriegswaffen und der dritte dann alle Rüstungsexporte zu verbieten. Gut, jetzt ganz kurz, ich habe wahrscheinlich meine Zeit schon maßlos überzogen, will ich noch etwas dazu sagen, wo wir gerade stehen, um mir nochmals deutlich zu widersprechen, denn es hat sich in den letzten 8 Jahren wirklich sehr viel getan. Als wir 2009 angefangen haben, falls sich mal jemand die Mühe machen will, schaut euch mal einen ganzen Jahrgang Süddeutsche Zeitung oder Spiegel an im Jahre 2008, 2009. Da wird man maximal 2 Meldungen zu Waffenexporten finden. Mittlerweile ist das ein Top-Thema, das nicht nur von der Linken, sondern auch von anderen zum Wahlkampfthema gemacht wird. Und mittlerweile haben wir sogar eine schwarz-rote Regierung, eine große, na, die mache ich nicht große Koalition nennen, weil die so klein ist, aber so eine SPD-CDU-Regierung, die in ihren Koalitionsvertrag reinschreibt, dass Rüstungsexporte restriktiver gehandhabt werden müssen und Länder, die im Jemen Krieg führen, sollen gar nichts mehr bekommen. Die halten sich da nicht dran, die versuchen das zu unterlaufen, aber dass die das überhaupt da reinschreiben, das wäre doch vor 8 Jahren völlig undenkbar gewesen. Also wenn ich das hier vor 8 Jahren gesagt hätte, eine SPD-CDU-Koalition äußert sich auch nur zum Thema, ihr hättet mich schallend ausgelacht. Und heute fühlen sie den Druck und machen das. Damit haben wir im realen Leben noch nichts geändert. Aber es ist ein Hinweis darauf, wie groß der gesellschaftliche Druck mittlerweile geworden ist. Und ich glaube, die eine Kraft, die im Moment noch wirklich fehlt, mit der wir da auch wirklich dann nochmal einen Schritt weiterkommen würden, das wären die Gewerkschaften. Deswegen haben wir die Veranstaltung heute hier und ich bin auch ganz froh, dass Heidi nachher noch viel zu den Gewerkschaften sagen wird. Ansonsten haben wir, glaube ich, relativ gut und viel in der Richtung in den letzten Jahren gearbeitet. Wenn wir da dranbleiben, sage ich euch, in den nächsten Jahren schaffen wir es, ein generelles Exportverbot für Kleinwaffen durchzusetzen, gesetzlich verankert. Wir sehen uns in 3 Jahren wieder. Danke. Ich gebe klein bei. Hillary sagt von sich, sie sei auch Soziologin, aber sie ist Aktivistin und sozialistische Feministin und als solche kennen wir alle sie und glaube ich nicht so richtig als Soziologin. Du magst eine fantastische Soziologin sein, aber als was wir dich immer wieder kennen und auch immer wieder froh sind, wenn du hier bist, das sind die beiden anderen Eigenschaften.
Also du wirst jetzt, achso, eins will ich noch sagen, und Red Pepper, natürlich, ja, ist so mit dir verbunden. Ja, das wusste ich gar nicht, dass du die da warst. Ja, hier, Red Pepper. Jeder muss das und jede muss das lesen. Hillary. Okay, vielen Dank. Und guten Tag, meine Freunde. Und entschuldigen, por nicht sprechen Sie Deutsch. And thank you to the translators. So I'm sorry that I don't speak German. So I want to talk more about alternatives and particularly draw from one example in the UK, which kind of points to what could happen. I mean, you know, in Britain we've had so much of this mantra of Mrs. Thatcher, there is no alternative. So I think maybe you've had it here too, maybe Mrs. Thatcher's doctrine spread, you know, in Europe, the idea there's no alternative to the market, there's no alternative to military production. So I want to talk mainly about an example of an alternative, which Heidi will maybe talk more generally about its implications for the trade union movement. So it is an alternative that came from the trade union movement. So that'll be my focus. I mean, there's a lot to be said about British arms exports to Saudi Arabia, you know, to every country, the countries with the worst human rights records. You know, there's nothing, no kind of concern about human rights. So in a way, whatever Jan has said about Germany, I think can be probably doubled about Britain. And so I won't talk about that, but there's a very good website, a very good organization, which makes that its main priority, called the Campaign Against the Arms Trade. And I really recommend you to look that up and sort of, in a way, read that with the memory of what Jan has just said in your mind. So what I want to talk about is the fact that there were some workers in a company making missiles, making military missiles, who said no. They were faced with job losses, with a kind of rationalization of the company in response to the competitive pressures, probably partly of Germany, recovered from since the war. This was in the 1970s, and the company was closing factories, making workers redundant. Now, they could have sort of lobbied the government for more arms orders. I mean, I also worked with shop stewards in an arms company on Tyneside called Vickers, and I remember going with them to the Ministry of Defence. You know, it was rather embarrassing, but I was meant to be working as their researcher. And I had to sit there while they lobbied. They were saying, we want to make more tanks, you know. And anyway, so these other workers in Lucas Aerospace, they said, we need jobs, but we don't want to make more missiles. And they were highly skilled engineers and designers, some of the most brilliant designers in Britain. Well, even in Europe, and highly skilled engineers. And they said, look, we don't want to make arms and missiles, but we're not redundant. You know, our skills are needed. Just look at the state of the world. Look at the fact. I mean, one of their leaders, Mike Cooley, would say, you know, it, on the one hand, with Concorde, it takes whatever it is, 3 hours to get to New York. And yet blind people are still hobbling on the streets of London, unable to get to see their family and friends and get to work in reasonable time. So there's that sort of contrast between the potential of technology and the reality of how it's used, not to meet people's needs, but to actually develop company profits, feed into company profits. So this was a response to rationalization, unemployment in the 1970s. But I'm telling you this story not simply as a piece of history and nostalgia, but because now people are saying, in the face of
a multiple crisis, a crisis of the economy, of jobs, but also a crisis of the environment with climate change, a crisis of military, the growth of the military, and the constant danger of war, even if not the old, not war as we knew it during the Cold War, but more a matter of multiple wars coming often as civil wars or as national wars. And I think Jan's right about the importance of small weapons. There's also the crisis of automation and the implications of that for jobs, but not just jobs, but also the people, you know, who are in effect forced to rely on technology, a technology that eliminates people. I mean, you know, whenever I'm frustrated with, you know, travel, like missing planes or you know, wanting to know about railway timetables, I'm kind of so frustrated that you can't actually speak to a person. And here, the relevance of the Lucas plan is that actually it was not only about alternative products. It wasn't only about saying no to military products, yes to environmentally useful jobs, socially useful jobs. It was also about the design of technology. It was saying, look, the design of technology isn't neutral. It's driven by certain interests and by certain purposes. And in a way, it's a social construction. And we can redesign it with different purposes in mind. And I think that's true now, you know, that all the introduction of automation could be designed in a way which enhances human possibilities rather than actually eliminates the human from the processes of interaction and organization in any industry or service. So what I wanted to do is talk a bit about how this was possible, how it was possible that a group of workers, ordinary workers, okay, they were highly skilled, but my point is actually that all workers are in different ways highly skilled. How did these workers come together to produce a very detailed alternative plan? And maybe I should just say something, which I said in the session on economic democracy, which is what this presumes about a whole understanding of knowledge and of socialism and of the importance of the labor movement. So these workers, they would keep stressing that their knowledge was not necessarily the same as academic knowledge or the knowledge of traditional policymakers. They stressed about how there's a kind of knowledge which they called tacit knowledge, which is only evident in practice. They quoted the theorist of tacit knowledge, Michael Polanyi, who was the brother of Karl Polanyi, who said there are things we know but cannot tell. I mean, you know when you cross the road, that's a highly skilled operation, you know, calculating when the car is going to hit you or not, or, you know, all those calculations. But you just do it. You can't explain to people exactly the decisions. Similarly, their brilliant designs, they couldn't sort of spell out exactly what they're doing. They just do them. So when they drew up the alternative plan, they didn't write a long policy paper or even a resolution to the Labour Party. They just designed and then made prototypes of, for example, what they call a road-rail vehicle that could integrate road transport and rail transport, particularly in countries that didn't have adequate rail systems, a vehicle that could be kind of transformed rapidly from a rail vehicle to a road vehicle. They designed machinery that conserved energy. They designed medical equipment. They designed all kinds of examples which they made into prototypes, and this became a kind of agitprop that they would take around the country. And it did become incredibly, you know, popular. It was like a sort of symbol of there being an alternative. It became a kind of source of hope. And so it's a sort of example of how creating alternatives now in the present
can be crucial to changing the consciousness and the discourse of the population, because people can see that something could be different. And I think what I want to do is just say something, having told quickly the story, and I have actually, at the time I wrote a book based, I worked with the, it was a shop stewards combine committee. I don't know, does the word combine committee mean anything to you? It's like shop stewards, which you do use the word shop stewards, coming from different factories together into one shop floor based organization. So it wasn't done through the official trade unions, it was done through the shop stewards in each factory coming together. So it was very rooted in production and in the kind of actual nitty-gritty of the production process. I don't know if you can translate nitty-gritty, but it was anyway detailed and based on factories sending delegates and then discussing what was possible, what the common strategy should be. And they also had considerable power because, you know, often these companies that were rationalizing and they'd be taking over a company and then deciding, well, those factories are not profitable, we'll close those and we'll keep those. And a combine committee enables there to be organization in the profitable factories that supports workers in the unprofitable companies and uses the sort of bargaining power of the workers in the profitable company. So they require a high degree of solidarity and unity. So I thought maybe what I could do, I don't have much time, but I could just firstly just give the sort of headings of the issues that are now echoing. I mean, I find, like, just to give you an example of this cross-generational thing, the fact that the shop stewards who were involved in Lucas Aerospace, they're now, you know, some of them have died, they're now in their 70s. We had a sort of reunion and they were, you know, on their walking sticks and sort of, you know, not very healthy. maybe it's the beer. But anyway, they're old generation. So how is it that this new generation, there's a new generation of creative workers whose possibilities are being blocked by precarity, you know, very different conditions from the Lucas workers who were in well-organized factories, but yet they're curious about this plan. I mean, in the Red Pepper editorial collective, I remember sitting, if you'll excuse an anecdote, and a young guy, probably in his 20s, said, we were talking about alternatives to the present sort of dynamic of climate change. And he said, well, there was this group of workers in the 1970s. I don't know, they were called something like, was it Lucas? You know, and sort of, and I thought, yes, you mean the Lucas Aerospace workers? He said, yes. You know, it was sort of like this kind of interest, this kind of spirit that was created in the 1970s in very different conditions where workers in the factories had real strength, suddenly kind of means something in this context of, you know, a form of capitalism which is not only brutal in its treatment of workers, but is brutal in its treatment of the environment and society and everything that lives. So that's one issue. The other issue is the democratic egalitarianism of the Lucas plan, because it was based on a belief not just in economic equality, but in the cultural capacity of all workers. So there was a sort of deep egalitarianism, which also echoes with the present generation of activists. And then finally, there was that commitment to defense conversion. So, you know, the present generation of activists can see no reason why, with the Cold War finished, well, lots of other wars are emerging, why we should still have economies which are essentially militaristic. I mean, the British economy, like the German economy, is primarily based on war, you know, which is, you know, there's been no peace. I remember at the end of the Cold War, everybody talked about the peace dividend. Well, it was just complete bullshit. There was no peace dividend. All the big companies, you know, Marconi, GEC, any big company you could mention had interests in the arms industry, and that was key to its level of profits. So that was the interest, the present interest.
Also technology, you know, you've got all these highly skilled technologists in the new generation, particularly around information and communication technology. And what are they doing? They're doing just like the Lucas workers. They're redesigning that technology. So the whole open source kind of network, all those that are trying to redevelop information technology within the framework of a digital commons, they're kind of redesigning technology, just like the Lucas workers did with the earlier technology of computer-aided design and so on. So, I mean, are there any lessons from the Lucas plan? And here I have to be brief. I can feel Rainer beginning to get a bit restless. So, I mean, I think the first one is that you need an organizational base for these kinds of alternatives. In a way, the Lucas plan acted as a way of sharing the practical knowledge, the tacit knowledge of the workers. And so now, what's the equivalent? I mean, then, just very briefly, you know, the organization was built before the alternative plan. It was built around basic issues like wages and conditions, and, you know, there was a real strength and trust built around these basic issues. And I think, you know, we're seeing the same kind of thing now, that precarious workers are often coming together just simply to survive, to collaborate. You get a lot of cooperatives developing out of, you know, a mutual interest and a desire to build a common strength against the contractors and those that would exploit the fragmentation and precariousness of today's skilled workers. So building that organization is crucial, and therefore building alliances with some of the stronger parts of the labor movement. So I think in Britain, it's really important that the Labour Party, the new Labour Party, Jeremy Corbyn's Labour Party, which is committed not just to winning elections, but to trying to build some kind of power and self-confidence amongst working people. It's really important that it supports the development of workers, precarious workers' organisations. So John McDonnell, the economic spokesperson, has made a commitment to support the rights of precarious workers, you know, Uber workers, Deliveroo workers, and to support their self-organization. And I think that's something which can be developed now through local authorities, you know, municipalities, councils, using their powers of procurement, you know, buying things for the municipality, to insist on proper rights from the companies that they've contracted with, where it's not public. So that was one thing, building the organization. The other one was building a democracy, a democratic organization, where there can be real debate and a real trust that enables people to share their doubts as well as their agreements. And that was crucial to the Combine Committee. Another was the ability to build alliances. So they built alliances with the environmental movement, with scientists, you know, with other parts of the trade union movement. We have trades councils, maybe you have local federations. So that sort of building of alliances around common social goals. And then the other one was building a kind of collective strategic intelligence. So in the previous session, Alex, I can't remember his name, Dmitriev, I think, yes, talked about the importance of a party as a research organization, sort of investigating. And I think similarly, we need to think about the new kinds of trade unionism as being involved in constantly developing a sort of intelligence, a conscious collective will and collective intelligence. And then finally, knowing the limits of the Lucas model. And here just I'll end up because I'm spending too much time, but in a way, the Lucas model was based on a particular notion of arms conversion, which was within a particular company. So it developed a plan for Lucas and then tried to bargain with the company. The company refused because the company didn't want to get rid of its managerial prerogative, which is what the workers were, in a way, challenging. And then the government, which had initially, Tony Benn, the Minister of Industry, had encouraged the Lucas workers, but
he was sacked under pressure from the city and the big bosses. And so the Lucas workers were isolated. So in a way now, you've got a situation where, I'm just talking from Britain, I went to see the workers in Barrow, in Furness. I don't know if you know the Trident missile, you know, which is part of the British sort of, you know, arms production and sort of military defence against what, I'm not sure, but should now be against Trump. But, you know, Trump actually is the person in charge of Trident. So the British industry and the British submarine is just, nuclear submarine is just subordinate to the American military, you know, machine. And so there's been a tradition of arms conversion in Barrow when it was under another company called Vickers. And so the union there, the union in Britain, mostly employing the arms workers, is now quite, it's a radical union on arms conversion. It's quite conservative because, in a way, the unions are so under threat. It'll be interesting to hear what Heidi has to say, but the unions are so beleaguered and on the defensive that they put jobs before any exploratory initiatives. And the arms conversion is about saying, yes, we need to defend our jobs, but we can defend them by putting forward alternatives. But in Barrow, they're very committed to the company, British Aerospace. And so it's clear that, in a way, you can't do a Lucas in Barrow. You can't develop an alternative in British Aerospace. It has to be part of a wider defence strategy, a wider industrial strategy, in which the whole of the military sector is rethought in the context of developing a new industrial strategy, which is, in a way, part of the policy of John McDonnell and Jeremy Corbyn, but it's a much more ambitious idea that involves a national investment bank and thinking about a national industrial strategy. So I think arms conversion has now become very tied up with the development of an alternative socialistic industrial strategy, and therefore requiring a different kind of, a really radical socialist government. So I'll stop there, but let's have a discussion. Okay. I'm looking Thank forward you. To Heidi. Thank you. Ja, vielen Dank, Hillary. Heidi Scharf, Landesvorsitzende der Linken in Baden-Württemberg und war lange Zeit erste Bevollmächtigte der IG Metall in Schwäbisch Hall. Heute Morgen habe ich mich informieren lassen von ihr über Schwäbisch Hall. Und das, was du unter anderem erzählt hast, war die Modernität von Schwäbisch Hall, die kapitalistische Modernität, die technische und die ästhetische Modernität, also alle möglichen Aspekte, mit denen man dann umgehen muss, wenn man etwas verändern will. Und es ist kompliziert. Ich beharre, es ist kompliziert. Heidi. Ja, ich wollte ein bisschen einen Abriss geben und erstmal ein bisschen in die Vergangenheit gucken, um dann auch einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich fange mal mit den 70er und 80er Jahren an. Damals waren wir also noch mitten im Kalten Krieg, aber es gab eine breite Diskussion in den Gewerkschaften zur Abrüstung, zur Rüstungskonversion, insbesondere in der IG Metall. Das sind ja die Betriebe, die am meisten davon betroffen sind, nicht nur, aber überwiegend betroffen sind. Und das ist für die IG Metall ja auch nicht unwichtig, weil diese Betriebe traditionell sehr gut organisiert sind. Also wir haben einen hohen Organisationsgrad bei den Belegschaften. Ich kann mich erinnern, ich komme aus der Gewerkschaftsjugend natürlich ursprünglich, also ich habe von jungen Beinen an da immer mitgearbeitet, dass für uns das Beispiel, das Hillary genannt hat, nämlich mit Lucas Aerospace, für uns wirklich, sie hat gesagt, es war eine Quelle der Hoffnung, also auch für uns so war. Das ist heiß diskutiert worden, das sind, was die Beschäftigten dort machen, wie die das entwickelt haben.
Und es war die Frage, ja, es geht. Also es gibt eine Alternative zu einer militärischen Produktion. Und wo setzen wir an in Deutschland? Es gab auch in deutschen Betrieben, insbesondere in der Gegend um Speyer rum und so, waren ja viele Rüstungsbetriebe angesetzt, auch Arbeitsgruppen, die sich mit Rüstungskonversion beschäftigt haben und versucht haben, in ihren Betrieben über die Betriebsräte, Vertrauensleute, Gewerkschaft, dort was zu verändern. Das war ein Aufbruch und es war natürlich eingebettet in eine gesellschaftliche Sichtweise der Dinge, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern ich würde jetzt mal sagen Europa und auch darüber hinaus, nämlich dort etwas gravierend zu verändern, vor allem weil die Menschen immer mehr Angst bekamen vor einem dritten Weltkrieg. Es gab dann 1979 schon diesen NATO-Doppelbeschluss und 1983 hat der Deutsche Bundestag praktisch diesem NATO-Doppelbeschluss zugestimmt. Und im Dezember 83 wurden die ersten Atomraketen aufgestellt. Viele Menschen haben sich natürlich dagegen gewehrt und es gab ab Ende der 70er Jahre eine erstarkende Friedensbewegung und das dann den Auftakt hatte eigentlich mit dem Krefelder Appell, den die Grünen zusammen mit der damaligen DFU gemeinsam initiiert haben. Das war 1980. Bis 1983 wurden da 4 Millionen Unterschriften in der Bundesrepublik gesammelt. Und es gab natürlich heißeste Diskussionen, auch in den Gewerkschaften, in der Gesellschaft, bei den Parteien der Bundesregierung. Der Appell richtete sich gegen alle Atomraketen im Westen. Und der große Vorwurf war ja, ihr lasst euch instrumentalisieren von der UdSSR, wieso sagt ihr nicht auch was zum Osten? Und wir haben immer gesagt, wir machen das da, wo wir leben und da wollen wir das also verhindern. Dieser Krefelder Appell wurde durch die Gewerkschaften nicht unterstützt. Es gab sogar intern praktisch eine Beschlussfassung auch des DGBs, sich nicht an diesen Appellen und auch nicht an den großen Friedensdemonstrationen zu beteiligen. Also die Jugendgruppen des DGBs, Kreisjugendausschüsse, Frauengruppen, uns allen war erstmal untersagt, uns da offiziell praktisch in diese Aufrufe mit reinzubewegen. Das hat natürlich zu einer Riesendiskussion geführt, weil wir uns das natürlich auch nicht gefallen lassen wollten. Und ich erzähle jetzt die Geschichte, wie wir das in der IG Metall durchgesetzt haben. Wir hatten zu dem Zeitraum eine IG Metall-Frauenkonferenz und wir waren uns nicht sicher, wie wir das schaffen, diese Unterstützung des Krefelder Appells durchzusetzen. Das war dann so, dass wir ausgemacht haben, dass wenn unser Vorsitzender spricht zu diesem Thema, Krefelder Appell, steht die ganze Konferenz auf und singt das Lied von Fasia, marschieren wir gegen den Westen? Nein. Marschieren wir gegen den Osten? Nein. Also ein Friedensmarschlied aus den 60er Jahren schon. Und so haben wir das auch gemacht. Als Hans Mayer sprach, stand die gesamte Konferenz auf und hat dieses Lied gesungen. Und damit war klar, der Krefelder Appell ist auf der Frauenkonferenz offiziell beschlossen worden und unterstützt worden. Gefolgt ist dann die Jugendkonferenz, dann kam die Handwerkskonferenz und so ist es ins Rollen gekommen, dass praktisch die Frauen das bewegt haben in der IG Metall, dass die IG Metall und später dann auch der DGB zu all diesen Friedensdemonstrationen, insbesondere der großen dann in Bonn, mit, was weiß ich, 300.000, 400.000 Menschen. Die größte Demonstration, auf der ich jemals in meinem Leben war, und ich mache jetzt seit 40 Jahren, über 40 Jahren Politik, und ich war auf vielen Demonstrationen, aber das war schon ein tolles Gefühl. Und wir haben dann auch in der Folgezeit sehr viel über lange Jahre zusammen mit Fasia, die wenigsten noch kennen, war eine Liedermacherin, eine Schwarze, die auch im KZ war, haben wir viel gemacht mit dem Frauenfriedenszelt. Wir haben dann mit insbesondere den Frauen, also den Bereich, den ich überblicken kann, in Heilbronn auf der Waldheide, wo ja die Mittelstreckenraketen stationiert werden sollten, und auch in Mutlangen sehr, sehr viele Aktionen gemacht. Ne? Und als dann aber diese Raketen stationiert waren, hat man gemerkt, dass auch die Friedensbewegung
rückläufig war. Das ging dann über einen längeren Zeitraum und das Gleiche hat sich natürlich auch in den Gewerkschaften wiedergespiegelt und in den Betrieben. Also das, was wir mal so hoffnungsvoll sahen mit Lucas Aerospace und diese Rüstungskonversionsansätzen, die wir schon hatten, sind praktisch in der Versenkung verschwunden und waren über Jahre praktisch nicht mehr parat. Es gab dann eine erste große Diskussion wieder innerhalb, zumindest in Baden-Württemberg, als der Jugoslawienkrieg ausbrach und dieser Krieg dann auch unterstützt wurde, auch von der IG Metall, also nicht jetzt persönlich, aber in Statements, ich kann mich noch erinnern, Berthold Huber war damals Bezirksleiter der IG Metall, der dann gesagt hat, er hält es mit Erhard Eppler, der das auch befürwortet hat, dass Deutschland sich da hineinbegibt. Und wir hatten ich hatte einen riesen Schlagabtausch mit ihm, weil meine Amtsbrüder alle in Deckung gegangen sind. Also das waren immer ungeliebte Themen, über die hat man nur hintenrum diskutiert oder auf den Gängen, aber man hat sich nicht mit dem Vorsitzenden auseinandergesetzt. Also ich habe dann einen Diskussionsbeitrag gemacht. Ein Kollege hat mich noch unterstützt, um sich mit Berthold Huber auseinanderzusetzen, dass das eine falsche Position ist, ja, als Gewerkschaften sowas zu unterstützen. Danach ging das wieder relativ in die Versenkung, aber seit ein paar Jahren haben wir jetzt wieder verstärkt eine Diskussion und wir haben zum letzten Gewerkschaftstag vor 3 Jahren einige Anträge gestellt an den Gewerkschaftstag in der IG Metall und auch natürlich massiv diskutiert. Da ist uns dann passiert, dass wir zwar gut aufgetreten sind als Linke, sage ich mal, also wir waren alles, bis auf einen, wir waren 4 Leute, 3 davon sind Mitglied der Linkspartei, aber völlig unabgesprochen miteinander, also wir haben uns vorher gar nicht verständigt, haben wir schon beim Geschäftsbericht versucht, die Stimmung für uns zu gewinnen, dass die Anträge dann auch durchgehen. Wir hatten dann, also es ging vor allem um diese Diskussion Rüstungskonversion und Auslöser waren eigentlich diese ständigen Kriege, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben. Du hast ja was gesagt zu den deutschen Waffen, das muss ich jetzt nicht wiederholen. Was wir nicht so eingeschätzt haben, ist, dass die Betriebsräte oder Betriebsratsvorsitzenden, auch die Bevollmächtigten aus Geschäftsstellen, wo diese Rüstungsbetriebe angesiedelt sind, massiv aufgetreten haben. Und da ist der Zwiespalt deutlich geworden. Hier auf der einen Seite, ihr wollt uns die Arbeitsplätze wegnehmen, wenn ihr das fordert. Und wir auf der anderen Seite, aber die deutschen Waffen, die bringen den Tod. Und deswegen, ich verkürze das jetzt alles, ihr kennt ja die Argumentation. Und wenn man sich das anschaut, es gibt in Deutschland ungefähr 100.000 Beschäftigte noch, die unmittelbar mit der Rüstungsproduktion befasst sind. Es gibt eine andere Einschätzung von diesem Branchenverband, die sagen, inklusive der Zulieferer wären es 300.000. Aber jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wir haben 44 Millionen Erwerbstätige. Und davon sind zwischen 100 und 300.000 mittelbar oder unmittelbar mit Rüstungsproduktion befasst. Das heißt, das Problem, einen Strukturwandel herbeizuführen in diesen Industriezweigen, kann eigentlich gar nicht so dramatisch sein, weil auch wenn es 300 sind mit den Zulieferern, also 200 irgendwo in Betrieben, wo ein kleines Segment zugeliefert wird, dann kann ich das auffangen. Das ist eigentlich gar kein Problem und 100.000 Arbeitsplätze kann man sicher auch mit einem klugen Konzept verändern. Man muss sehen, die Gesamtproduktion der Rüstungsindustrie beträgt 0,7%, die Produktion der Rüstungsindustrie ist 0,7% der gesamten Produktion in dieser Republik. 0,7%. Oder vom Gesamtexport sind es 1,2%. Obwohl es Riesenprojekte sind und viele Milliarden, ist aber am Gesamtexport nur 1,2% der Export von Rüstungsgütern. Also wer da noch sagt, dass wir das nicht verändern können, ja, also eine völlige Umstellung von militärischer auf zivile Produktion möglich zu machen, der liegt falsch, weil ich denke, das ist volkswirtschaftlich vertretbar und da findet man Lösungen, wenn man das tatsächlich will. Wir haben in Baden-Württemberg
ähnlich wie in Bayern, 120 Betriebe an 70 Standorten, die oft nur ein kleines Segment in der Rüstungsproduktion haben. Also das ist kleine Abteilung oder ein Teil der So-und-So-Produktion wie Ventile oder sonstige Sachen, die in die Sachen eingebaut werden. Ich habe übrigens nachgeguckt im Rüstungsatlas vorhin, die Region, wo ich herkomme, da gibt es keinen einzigen einzigen Betrieb. Sehr gut. Gut, aber es gilt nach wie vor, die Betriebe sind gut organisiert, aber wir haben auch Probleme. Zum Beispiel Heckler & Koch, wird ja der Jan später noch was sagen, aber bei Heckler & Koch war es so, also in Stuttgart wurde ein Beschluss gefasst auf der Delegiertenkonferenz der IG Metall, wo ein Satz drin stand, dass Rüstung tötet. Das haben dort dann 50 Mitglieder ad hoc als Grund genommen, um aus der IG Metall auszutreten. Also das ist das Spannungsfeld, das wir haben, ne? Dass die Leute sagen, wenn ihr gegen Rüstungsproduktion seid, dann sind wir nicht mehr Mitglied der IG Metall. Ne? Das passiert aber dann, wenn mit den Leuten nicht vorher ein Dialog passiert ist, ja? Sondern wenn du jahrelang überhaupt nicht mehr über dieses Thema redest. Ne? Gut, diese Anträge auf dem letzten Gewerkschaftstag und auch das, was der DGB beschlossen hat, sind dann doch ganz ordentlich, auch wenn sie uns in manchen Punkten nicht befriedigen können. Aber das Interessante war, weil du Sigmar Gabriel gesagt hast, der hat nämlich auf diesem Gewerkschaftstag gesprochen. Und er hat auf diesem Gewerkschaftstag gesagt, dass unter ihm die Rüstungsexporte drastisch reduziert wurden. Und am nächsten Tag stand in der Zeitung, dass die Rüstungsexporte gestiegen sind. Also er hat offensichtlich die Delegierten angelogen und so haben die das natürlich dann auch empfunden. Nichtsdestotrotz wurden dann also Anträge angenommen und ich skizziere das ganz kurz. Also Rüstungsausgaben deutlich senken, jegliche direkte und indirekte Unterstützung zu unterlassen, sofortigen Rückzug aus Kampfeinsätzen der Bundeswehr, Rüstungsexporte stark einschränken, also da sind wir noch nicht beim Stoppen, dann von Krieg und Gewalt betroffene Menschen beistehen, solidarische Flüchtlingspolitik, konkrete Projekte zur Rüstungskonversion und einen Fonds einrichten, da sage ich dann gleich noch was dazu, Friedensaktivitäten und Friedensbewegung unterstützen, da wird auch der Aufruf abrüsten, ja stark unterstützt auch vom DGB und eben die Einführung dieses Investitionsfonds für Diversifikationsprojekte. Und was das Interessante an dem Punkt ist, dass die IG Metall fordert, dass in diesem Fonds, wo Geld drin ist, auch Betriebsräte und Gewerkschaften Geld abfordern können, um solche Rüstungskonversionsprojekte in den Betrieben zu unterstützen, der Vertrauensleute, der Beschäftigten, der Betriebsräte. Das war uns ein wichtiger Punkt. Und dann eben den Transfer von militärischer zu ziviler Produktion zu erreichen. Letztendlich, es gibt eine Handlungshilfe mittlerweile der IG Metall zur Diversifikation, Innovation und Beteiligung in der Wehrindustrie. Ob es die gedruckt gibt oder so, kann ich jetzt nicht sagen. Mir ist es nicht mehr geglückt, die zu besorgen. Aber aus dieser ganzen Geschichte, und da mache ich dann auch Schluss jetzt mit dem ersten Teil auf jeden Fall, ist praktisch, dass sich daraus entwickelt hat, eine Gruppe Offensive Gewerkschaftspolitik, die sich jetzt im Oktober das dritte Mal trifft. Das sind nur hauptberufliche Gewerkschafter, weil wir einen Raum schaffen wollen, dass Menschen, die offensiver agieren wollen mit der Gewerkschaft, dann auch einen Raum haben zur freien Diskussion. Und die treffen sich, wie gesagt, um auch den nächsten Gewerkschaftstag vorzubesprechen. Und da wird auch die Rüstungs- und die Friedensfrage wieder eine zentrale Rolle spielen. Aber das nächste Mal sind wir besser vorbereitet.